Es war einmal ein Gärtner. Eines Tages ging der Gärtner in seinen Garten. Als er in den Garten kam, fand er dort nur welkende und sterbende Bäume, Sträucher und Blumen. Der Gärtner ging zur Eiche und fragte, was geschehen sei. Die Eiche sagte, sie würde sterben, weil sie nicht so hoch werden könne wie die Tanne. Als der Gärtner sich nun einer Tanne zuwandte, ließ diese nur ihre Zweige hängen, weil sie keine Trauben tragen könnte, wie der Weinstock. Und auch der Weinstock lag im Sterben, weil er nicht blühen konnte, wie die Rose. Doch endlich entdeckte der Gärtner das kleine Stiefmütterchen. Das kleine Stiefmütterchen war blühend und frisch, wie eh und je. Der Gärtner fragte das Stiefmütterchen, warum es als einziges nicht im Sterben lag. Auf seine Frage erhielt er folgende Antwort. Für mich war klar, dass du ein Stiefmütterchen haben wolltest, als du mich eingepflanzt hast. Hättest du eine Eiche, einen Weinstock oder eine Rose gewollt? Hättest du eine Eiche, einen Weinstock oder eine Rose gepflanzt? Deshalb dachte ich mir, da du mich hier eingepflanzt hast, sollte ich mein Bestes geben, um deinen Wunsch zu entsprechen. Und da ich ohnehin nichts anderes sein kann, als ich bin, versuche ich dies nach besten Kräften zu sein. So wie das Stiefmütterchen bist auch du, in dieser Zeit auf dieser Erde, weil das Leben und du es so gewollt haben. Da, wo du bist und deine Lebensumstände, alles ist zu deinem Besten. Du bist genau richtig, da, wo du jetzt bist. Das Leben verlangt nichts von dir, was du nicht längst weißt und kannst. Dich zu erinnern, wer du bist und wo du herkommst, danach zu handeln und es niemals zu vergessen. Es ist eine Ehre, hier zu sein. Sei dir dieser Ehre bewusst.